Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator auf der Basel-Map. Ja, paar Stunden nach dem Livestream sind wir schon wieder fit. So, rückblickend muss ich sagen, es war okay. Natürlich gab es zwischendrin Phasen, wo ich nahe dem Schlaftod war. Also es gab schon ein paar Minuten oder mal eine halbe Stunde, in der ich schon richtig müde war. Aber im Allgemeinen war es okay. Ich bedanke mich hier auch nochmal recht herzlich bei allen, die dabei waren. Hat viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht wiederhole ich das irgendwann nochmal. Ich habe jetzt vorhin schon mal geschaut. Der Wollpreis ist relativ angenehm. Bei knapp 9000. Deshalb holen wir uns jetzt den LKW mal. Und dann werden wir mal die Wolle aufladen. Und die wahrscheinlich bald auch veräußern. Vielleicht steigt ja der Preis noch ein bisschen. Weil wir müssen eigentlich unsere Felder düngen. Und dazu brauche ich aber, würde ich das mit Flüssigdinger machen. Dazu müssen wir uns aber erst Flüssigdinger kaufen. Und dazu brauchen wir aber erst noch einen Flüssigfass. Also einen Fass, mit dem wir den Flüssigdünger transportieren können. Wobei ich gerade überlege, der Shop macht ja bald zu. Vielleicht sollte ich erst zum Shop fahren und das Fass kaufen. Auch wenn wir dafür einen Kredit aufnehmen müssen. Sonst stehen wir wieder da und kommen nicht in das Ding rein, in den Shop. Das wäre wieder, ups, katastrophal. Deshalb fahre ich jetzt erstmal straight zum Shop. Heute bin ich noch nicht so fit beim Fahren. Also wir holen uns jetzt einen Fass von, wie heißt der Mod? Custom Road Train Packs. Ich stelle den LKW gleich hierher. Und gehen wir mit dem Tablet gleich rein. So, den Tanker B-Trailer, den würde ich gern haben. 76.000. Dann müssen wir uns ein bisschen was leihen. So. Und dann können wir uns den leisten. Hauptfarbe schwarz. Felgenfarbe grün. Anhängerkupplung, Anhänger hinten, ja. Radsetup, Breitreifen normal. Show Fill Type Decals. Also das, was drin ist, nehme ich mal an. Shell. Genetic Fuel. Ist schade, dass man hier unbedingt was nähen muss. Also nehmen wir das hier. 78 kostet der sogar. Okay, und dann gucken wir uns den gleich mal an.
Und der ist aber schlicht. Da ist gar nichts drauf. Aber naja. Was soll's. Ich dachte eigentlich, da würde jetzt irgendwie was drauf sein. Ah, vielleicht erst, wenn gefüllt ist. Nein! Ah, Mann! Ist doch zum Mäusemelken! Das gibt's doch nicht! Hab mich extra beeilt! Warte, da hinten. Warte, warte, ich sehe was, ich sehe was. Wenn das funktioniert. Außer es ist ein Bug. Oh. Ja, toll, jetzt bin ich auf der Wiese und komme ich da raus. Alter. Das war knapp. Moment, wir könnten mal noch kurz gucken. Was der Preis beim Shop ist zum Tanken. 1,14. Das war die Shell-Tankstelle, die hat keinen Preis. 1,16. Nee, das lohnt sich nicht. Ja, das war furchtbar knapp. Zum Glück haben wir jetzt eine Alternative gefunden, wie wir da hinten rauskommen. Aber das war ja mal wieder ärgerlich. Ich dachte schon, wir sind wieder gefangen. So. Dann fahren wir mal hoch zur Düngeproduktion. Dann mal gucken, welche Straße wir dann nehmen müssen. Die hier ist okay. Ja, einfach mal kurz die Vorfahrt genommen. Dann holen wir den Flüssigdinger, dann packen wir den in unser Silo rein. Oder in unseren Speicher eigentlich. Doch, Flüssigdinger Silo eigentlich. Passt schon. Ich glaube, ich muss eine Querstraße fahren, eigentlich. Naja, wir fahren einen Umweg. Nächste links, dann nochmal links und dann rechts.
70.000 Liter gehen hier rein. Ich meine, so viel Geld haben wir gar nicht. Aber müssen wir halt ins Minus gehen. Dauert noch ein bisschen, bis wir den Wert haben oder das Geld haben, dass wir nicht mehr immer ins Minus müssen. Ich glaube, Flüssigdünger war ganz hinten. Fast richtig. So, wie kriegen wir das jetzt? Müssen wir da exakt runterfahren? Ah, warte, nee, wir sind offen. Ich muss den ja dran haben, sonst geht es ja gar nicht. Ah, hier. Sind wir überhaupt beim Flüssigdünger? Saatgut. Zum Glück ging da nichts rein. Muss es eigentlich der hier sein? Steht aber nichts dran. Was ist denn das? Düngerproduktion, dann müsste das hier eigentlich Flüssigdünger sein. Warum will der abladen? Ich habe da gar nichts drin. Flüssigdünger 100.000, ja. Jetzt kommt was rein. Liquid Fertilizer Transport. Und jetzt kriegt der Trailer auch sein Aussehen. Ja, alles ein bisschen schwieriger, wie man denkt. Guck mal gerade mal nach dem Wollpreis, der liegt über 9. Der ist gut. Wo ist denn die Spinnery? Spinnerei hier.
Dann wissen wir schon mal, wo das ist. Warte mal, wir müssen jetzt wieder zumachen. Aber 60.000 gehen da nur rein. Im Shop stand doch 70.000. Ah ne, 60. Okay, sorry. So, dann können wir das nach Hause bringen. Ich hab's Gefühl, man merkt, dass da ein Gewicht hinten drin hängt. Er beschleunigt nicht mehr so schnell. Sorry. Ah, wir haben gar nichts dafür gezahlt. Warum haben wir dafür nichts gezahlt? Muss man dafür nichts zahlen? Mal üben 60. Ja, aber das wäre ja übel. Warte mal, weil wir können ja... Was sind die Reifeisen? Dann könnte man das ja einfach verkaufen, was da produziert wird. Okay, wahrscheinlich müssen wir... die Saatgutproduktion und alles selber befüllen. Und deshalb müssen wir dafür nichts bezahlen. Ich fahre gerade einen Mist zusammen, das gibt's schon wieder nicht. Hinten gar keinen Auslass. Müssen wir gerade mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wo wir das abladen können. Hier. Okay. Wir fahren derweil mal zu unseren Schafen. Und holen die Wolle.
Damit wir die noch verkauft kriegen. Dann können wir den Kredit nämlich gleich wieder ablösen. Wäre aus meiner Sicht gut. Müssen wir nicht so viele Zinsen zahlen. Raus 9000 pro Tonne. Achtung, der da drüben, der vorne läuft bestimmt drüben. Guck, nee. Die haben das alles so schön gemacht. Warum haben sie das nicht mit eingeplant? Dass die Leute bei Rot einfach über die Ampel laufen. Jetzt müssen wir erstmal kurz, machen wir die Dolly gleich weg. Ist cool, dass in die Hütte hier auch noch andere Sachen reingehen, nicht dass es blockiert ist. So, fahren wir hier dran. Dann gehen wir hier rein und dann wählen wir aus. Wir wollen 3 Paletten raus haben. Und dann machen wir hier X, Z. Wir müssen noch auswählen, welches Ladegut wir haben wollen. Und zwar Paletten. Und dann können wir X machen. Und dann stehen die nämlich auch schön sauber da. Dann nehmen wir die hier noch auf. Und dann können wir die wegbringen. Zur Spinnery. Ich weiß wie gesagt nicht, weshalb sie die Englisch benannt haben. Und den Rest alles auf Deutsch. Oh, noch eine rote Ampel, hey, muss es sein. Ich sehe jetzt leider nicht, wie viel wir geladen haben. Laut der Kiste müssten es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 sein. Ah, 150.000. Schätze ich jetzt mal. Und sollte es so viel sein, werden wir uns in der nächsten Folge ein Feld kaufen. Warte mal. Ah, doch. Hier links. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man denn da hin? Fahren wir rückwärts ran. Und mal kurz die Straße sperren. Nach hinten verladen und dann zack. So.
Gucken wir mal, ob wir richtig gerechnet haben. Ups. Ich glaube, wir haben falsch gerechnet. Es ist 74.000. Ist trotzdem ordentlicher Batzen Geld. Und dann, ja, bedanke ich mich bei euch für... Moment, den Kredit wollen wir zurückzahlen. Das machen wir noch. So, wir sind auf Null wieder. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.